Liebe Grüße an die GEZ. Was macht denn der Prüfwagen 3 vor meiner Tür? Hallo Leute und willkommen hier bei Mir Appleker. Heute sprechen wir nochmal über den BenQ GV1 tragbaren kleinen Mini-Beamer. Das Unboxing und die Ersteinrichtung, die habt ihr bereits hier im Kanal gesehen. Wenn noch nicht, ich verlinke euch das hier oben und auch in der Videobeschreibung. Und jetzt habe ich das Ding hier einige Wochen lang in Gebrauch gehabt und will mal so ein kleines Fazit ziehen. Was ist positiv, was ist negativ, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut und wo würde ich mir noch Verbesserungen wünschen? Erst einmal zur Auflösung 480p, das heißt 854x480 Pixel. Und das Bild kann maximal 100 Zoll groß werden, was hier projiziert wird. Das klingt erstmal nicht von der Auflösung her besonders beeindruckend. Dennoch war ich hier mit der Bildqualität ziemlich zufrieden. Also überrascht zufrieden, kann ich sogar sagen. Die Bildqualität, die hat mir hier gut gefallen. Auch wenn das Bild nicht so sehr hell wird, nur 200 Ansi-Lumen in Anführungszeichen. Und auch das nur, wenn ihr hier die Stromversorgung angeschlossen habt. Wenn ihr auf Akkubetrieb seid, was für maximal 3 Stunden geht, dann wird die Helligkeit deutlich runtergefahren, damit eben die Lebensdauer dementsprechend erreicht wird. Ich denke mal bei 200, ja, dann wäre das Ding wahrscheinlich in knapp über einer Stunde schon leer. Aber hey, immerhin, die Akkuzeit 3 Stunden kann ich so bestätigen und in einem völlig dunklen Raum reicht hier die reduzierte Helligkeit auf Akkubetrieb auch völlig aus. Das gleiche gilt auch für die 200 Ansi-Lumen. Es muss dunkel sein, damit das Bild ordentlich aussieht. Wenn dann ein bisschen Licht dazu kommt und dann sieht es halt direkt sehr verwaschen aus. Aber ist klar, es ist ein kleiner, kompakter Beamer, der kann halt nicht so mega hell werden wie diese stationären, großen, fetten Beamer-Teile. Von daher geht das meiner Meinung nach hier schon mal völlig in Ordnung. Der Beamer bietet ein Kontrastverhältnis von 100.000 zu 1 und eingebaut ist hier als Lichtquelle eine Osram Q9 LED. Vom Gewicht her hat er 708 Gramm, ja, auf den Rippen. Und er hat einen eingebauten Lautsprecher hier unten in dem unteren Bereich. Das kann auch ganz separat als einfacher Bluetooth-Lautsprecher benutzt werden. Und ja, so ist auch die Qualität. Ich würde das mal so vergleichen mit so einem 30-Euro Bluetooth-Lautsprecher. Da kommt ein ganz ordentlicher Ton raus, aber der bläst euch nicht aus den Kinosesseln zu Hause. Aber wenn man keine bessere Tonquelle zur Verfügung hat, kann man hiermit auch mal schöne Serie schauen oder mal ein Spiel spielen oder sowas. Das geht schon in Ordnung. Und wie gesagt, man kann es auch ganz separat einfach nur als Bluetooth-Lautsprecher nutzen. Tja, und wenn wir gerade bei der Lautstärke sind, der wird 29 Dezibel maximal laut, denn er hat natürlich auch hier einen eingebauten Lüfter und das Geräusch finde ich absolut nicht störend. Der ist ja für so einen Beamer schon fast flüsterleise. Interessant ist noch hier das Betriebssystem, da ist nämlich Android drauf installiert, Android 7.1.2 um genau zu sein, und da hat BenQ dann seine Benutzeroberfläche drüber gelegt und ich habe auch schon im Testzeitraum 2 Updates hierfür erhalten, das heißt, sie arbeiten hier stets noch dran, um das Erlebnis, die Stabilität und alles weiter zu verbessern, was ja sehr positiv ist. Ja, und das Menü, finde ich, ist total übersichtlich geraten, lässt sich sehr gut bedienen hier mit der mitgelieferten Fernbedienung und ihr könnt dort zwischen den verschiedenen Wiedergabe- oder Quellmedien auswählen. Ihr könnt ja vom Handy aus streamen, entweder vom iPhone oder auch vom Android-Gerät. Oder ihr könnt dort ein Kabel anschließen. Hier ist ja USB-C eingebaut und damit könnt ihr dann auch eure Geräte verbinden, wenn ihr so eine DisplayPort-Kompatibilität habt, entweder mit dem Laptop oder auch mit eurem Android-Smartphone. Ihr müsst halt nur wissen, ob euer Android-Smartphone diese DisplayPort-Technologie unterstützt. Dann könnt ihr auch hier das ganze kabelgebunden anschließen. Ansonsten kann man hier natürlich auch streamen. Ja, und das wird hier groß versprochen. Leider nicht so ganz eingehalten, wie ich mir das gewünscht hätte. Ich kann hier via AirPlay, habt ihr ja in meinem ersten Video gesehen, wunderbar hier sofort kabellos vom iPhone hier drauf meine YouTube-Videos mir anschauen. Das klappt 1A. Dann wollte ich hier auf Netflix gehen, da hat gar nichts mehr geklappt. Genau dasselbe bei Amazon Prime. Und ja, zuerst dachte ich, das wäre vielleicht ein Fehler. Dann habe ich BenQ mal angeschrieben, gefragt, hey Leute, woran hängt es denn? Wieso geht denn das nicht? Und es sind Limitierungen, für die BenQ und der Beamer leider nichts können, denn die Betriebssysteme, die lassen das einfach nicht zu, dass hier von Netflix und von Amazon Prime Video gestreamt wird. Also das sind so gewollte Limitierungen von den Software- oder Serviceanbietern. Von daher, also wer hier denkt, wie ich am Anfang, cool, kann ich hier meine Netflix-Videos drauf schauen? Und nee, könnt ihr vergessen, ich konnte hier ausschließlich YouTube-Videos drüber streamen, also kabellos. Und das gilt sowohl für Android als auch für iOS.
Und das finde ich echt sehr, sehr schade, denn gerade dafür fand ich den Beamer oder ja, dachte ich mir, ist das hier ein super Teil. Klein, kompakt, nehme ich mit meinem Handy, Akkubetrieb und dann stelle ich es dann irgendwo hin. Mit dem Handy dann ein Filmchen anmachen, hier auf Netflix oder sonst wo von einem Streamingdienst und dann hier irgendwo einen Film genießen. Wunderbare Sache. Ja, wie gesagt, müsst ihr absolut im Hinterkopf behalten, das funktioniert nicht. Nur mit YouTube, also wer sich hier auf YouTube viel anschaut und will da was streamen, ja, da klappt das wunderbar. Oder auch sonst über AirPlay, das iPhone spiegeln und so die ganzen Geschichten, die auch Show machen, die Urlaubsfotos und Videos zeigen, das klappt natürlich alles. Dafür ist das hier auch wunderbar verwendbar. Was ich aber als beste Quelle mittlerweile gefunden habe, ist, wenn ich hier hinten einfach einen USB-Stick anschließe. Natürlich hier ist USB-C, dann kann man sich so ein Adapterteilchen holen, habe ich USB-A auf USB-C hinten reingesteckt, denn hier ist auch noch ein eingebauter Media Player drin und damit konnte ich hier ganz wunderbar meine Filmchen und Serien und Videos, die ich auf dem Stick hatte, dann mir anschauen. Ist eine gute Alternative, sehr leicht zu handeln. So habe ich das die ganze Zeit gemacht, es sei denn, ich habe mal bei YouTube mit reingeschaut. Tja, und so waren meine Erfahrungen hier mit dem BenQ Beamer. Ich bin sehr enthusiastisch dran gegangen, habe dann meinen Dämpfer bekommen wegen der Nicht-Kompatibilität mit den Streaming-Diensten und war im Endeffekt dann doch recht überzeugt von dem Gerät, eben weil es einen ordentlichen eingebauten Lautsprecher hat. Man kann hier hinten seinen USB-Stick anschließen über USB-C oder auch ein Android-Smartphone oder eben seinen Laptop anschließen über DisplayPort und kann dann dort sich die Videos anschauen. Das funktioniert gut. Er ist kompakt, er ist portabel, er ist nicht allzu schwer. 3 Stunden hält der eingebaute Akku. Das Bild macht meiner Meinung nach einen guten Eindruck. Da kann man gar nicht großartig meckern. Man kann hier schön im 15-Grad-Winkel noch die Neigung einstellen. Er hat eine Autokiste und Korrektur. Ja, er ist schön leise. Und man kann ihn noch als Bluetooth-Lautsprecher benutzen. Und einen ganz besonderen Bonus, den hätte ich fast vergessen. Er hat hier unten so einen ganz normalen Schraubanschluss, dass man ihn auf irgendein Stativ draufschrauben kann. Und dann kann man den auch sehr leicht irgendwo positionieren, eben auch die Größe einstellen. Ich habe den hier auf mein Kamerastativ draufgeschraubt und konnte dann hier den irgendwo in den Raum stellen, so dass es für mich an der Wand gut gepasst hat. Das fand ich auch eine sehr praktische Geschichte. Ansonsten, man kann ihn natürlich auch normal hinstellen. Er hat hier so eine Anti-Rutsch-Beschichtung noch mit unten drunter. Also als Fazit würde ich sagen, ein sehr interessantes Gerät, das etwas unter den Limitierungen leidet, die iOS und Android und die Streaming-Dienstanbieter hier noch auferlegen. Vielleicht ändert sich das ja noch in der Zukunft, aber so vom Konzept her, von der Optik her und von der Leistung, die er sonst bringt, konnte er mich durchaus überzeugen. Natürlich, der Preis ist nicht ganz so günstig. Ich glaube, so um die 350 Euro schlagen hier zu Buche. Da bekommt man natürlich als, sage ich mal, größere Beamer-Variante nochmal mehr Leistung geboten. Natürlich ist dann der Beamer nicht mehr so portabel und flexibel, sondern stationär. Und ich denke, man muss sich einfach überlegen, ist das hier ein richtiger Beamer für mich, für meinen Anwendungszweck? Ich würde mal sagen, für irgendwelche Präsentationen mal zu halten, wenn man einen kleinen Beamer mitholen möchte und man möchte hier ein paar Filmchen von seinem Gerät zeigen oder ein paar Spreadsheets, Tabellen und sowas, dann kann man einfach ins Meeting gehen, den Beamer hinstellen, einschalten, schnell mit dem Handy verbinden und los geht's. Dafür ist das Ding hier unschlagbar. Oder auch mal für sich eben die runtergeladenen Filmchen hier über den Stick anzuschauen, auch eine feine Sache. Ansonsten, naja, muss man sich das Ganze halt mal durch den Kopf gehen lassen, aber ihr wisst jetzt die Vor- und Nachteile, die ich so rausgefunden habe, von daher entscheidet einfach selbst, ob der BenQ GV1 Beamer was für euch ist. Der Link, der ist hier unten in der Videobeschreibung, dort könnt ihr den gerne mal kaufen, ausprobieren und mir dann auch gerne mal sagen, was ihr davon haltet. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen, Freunde. War froh, dass ich hier die Möglichkeit hatte, diesen kleinen Mini-Beamer zu testen. Und er ist schon süßer, oder? Doch, er ist schon ganz süß. Also, das wäre es gewesen. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.